Es gibt, seit es die Welt gibt, seit es Menschen gibt, natürlich Kriminalität. Und es gibt auch in dieser Geschichte immer Leute, die gegen diese Kriminalität kämpfen. Ich verstehe mich heute als jemand, der genau das tut. Und für mich ist diese Arbeit sehr relevant. Und das ist das eigentlich, was mich tagtäglich nach GData zieht. 1987 habe ich auf meinem Atari ST, war es damals, auf zwei Disketten einen Virus gefunden. Und dann hat er eine Software entwickelt, die diese Viren aufspürt und entfernt. Und ich kam dann dazu und habe gesagt, das ist eigentlich eine Software und ein Thema, was viele interessieren müsste. Und daraus ist dann das Produkt Antivirenkit entstanden. Heute sind wir ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich IT-Security und verkaufen unsere Produkte in über 90 Ländern der Erde. Wir entwickeln unsere Software ausschließlich in Deutschland. Derzeit bearbeiten wir im Durchschnitt 600.000 neue Dateien pro Tag. Mittlerweile sind wir ja so weit, dass man mit dem Handy so ziemlich alles steuern kann. Man kann seine Haustür öffnen, sein Fahrzeug überwachen. Hat eigentlich eine Menge Möglichkeiten, die natürlich dann auch Einfallsvektor für kriminelle Machenschaften sind. Alles, was smart ist, kann gehackt werden. Das größte Wachstum erleben wir im Moment im Bereich von Unternehmensnetzwerken, wenn es darum geht, die zu schützen. Die Reaktion auf die zunehmenden Angriffe ist einerseits eine vermehrte Automatisierung. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Manpower ein Thema. Man braucht nach wie vor menschliche Analysten. Wir sind heute sehr froh, dass wir in Bochum sind, weil sich Bochum gerade in den letzten 10 Jahren als IT-Security-Hotspot in Europa entwickelt hat. GData hat eine Kooperation mit der Ruhr-Uni Bochum. Unter anderem sponsern wir da das Hacker-Praktikum. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, dass in Bochum gerade die Universität ist mit dem IT-Sicherheitsstudiengang. Wir haben ganz viele Absolventen, die bei uns starten. Wir betreuen Abschlussarbeiten, haben auch oft Speaker hier bei uns am Campus. Wir haben diese Gebäude hier 2014 erworben und haben dem Ganzen dann auch den Namen Campus gegeben. Campus bedeutet für mich Gemeinschaft. Dafür ist es wichtig, natürlich auch die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Ein ausschlaggebender Punkt dabei ist, was man an baulichen Maßnahmen sieht. Wir haben einen Café geschaffen, wir haben sehr schöne Arbeitsplätze geschaffen, eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Wir sind seit über 10 Jahren Slowfood-Mitglieder und daraus hat sich ergeben, wenn wir so etwas machen wie eine Kantine, soll es einen gehobenen Anspruch haben, auch in der Wertschätzung, die wir unseren Mitarbeitern gegenüber entgegenbringen. Wir haben ja eine eigene Anbindung an den Radschnellweg, der durchs ganze gesamte Ruhrgebiet geht. Das Spannende an meiner Arbeit ist, dass GData unheimlich den Wissensaustausch fördert. Wie beispielsweise Knowledge-Gilden, das heißt, dass außerhalb von Projektarbeit sich Gruppen zusammenfinden können. Jeder kann ja jederzeit mit den anderen Leuten sprechen, dass man wirklich vom Azubi bis zum Vorstand sich hier mit Du anspricht und dadurch natürlich auch eine gewisse persönliche Nähe einfach zu den Leuten hat. Ja, wir sind natürlich noch lange nicht am Ende unserer Entwicklung. Dadurch, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt in der digitalen Welt, ist das für uns natürlich der ideale Markt. Wir haben angefangen mit 4 Studenten, die sich zusammengefunden haben. Heute sind wir knapp 500 Mitarbeiter. Das ist, als wenn man erwachsen werden würde, das kriegt man nicht wirklich mit. Und das wünsche ich mir natürlich, dass ich mir diese Kindlichkeit weiter bewahren kann und nicht irgendwann diesen großen, komplexen Körper dieser Company sehe und behandeln muss.